Er liegt nicht in meiner Hand. So. Hier wird natürlich noch geknifed. Die Seite. Die Franzosen auf und drehen die Knife sogar nochmal. Werden wohl auch CT bleiben. Okay, fällt davor auch die Info nochmal bis. Also, wenn Adrian nicht bis 22 Uhr wieder Strom hat, dann wird das Match auf jeden Fall verschoben. So, ziemlich auf die Pistole gespannt. Bei dem Polen. Scream allein B. Kuben mit Smoke in die Mitte. Zack, in den Döner. So, gehen über kurz. Ist gleich Scream am B-Haus. First Contact. Neo mit dem ersten. Schöne Pussy von Scream. Boah. Sehr stark. Wo ist oben der T? Boah, Lord kriegt noch Headshot. Also krasse Runde bisher von Scream. Ist, der hat aber Küche eingenommen. So, dass das zwei kurz ist, sind. Boah, wichtig. Also Küche haben sie jetzt, aber Oststriker schon vorgepusht. Und Choxy müsste eigentlich auch mit vorgehen. Vielleicht ein blöder Move von Oststriker. Ich meine, die Bombe war da nicht mal gelegt. Also das, was die Franzosen vorhin die Maus nicht getroffen haben, hätten sie jetzt hier gerade alles in der Pistole weg. AC spielt da schön auf Teamplay. Boah, die Flash würde sogar beide, macht glaube ich beide Blindkarte. Er hat sogar ein Kit, also eigentlich kann das noch machen. So, er zieht. Boah, er zieht durch, 2 Sekunden, er bricht ab. Oh, krass. Richtig knappe Runde. Hätte Jazz fast sogar noch geholt. Aber Oststriker hat da auch ein bisschen gefailt, muss ich sagen. Sein Move habe ich da nicht ganz verstanden. Wie gesagt, wenn, dann muss das Mate mit. Aber wie gesagt, die Bombe war halt nach rechts. War noch nicht auf Spot, deswegen eigentlich unnötig davor zu gasen. Aber gut für die Polen. Über B-Haus. Da wurde ja schon nach dachte DreamHack jetzt ein bisschen spekuliert oder auf jeden Fall ein bisschen geflamed, dass ESC so schlecht war. Ob es da nicht einen Wechsel geben wird. Ehrlich gesagt glaube ich da nicht dran. Die brauchen einfach noch ein Event oder so. Also, ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass die nicht gut werden. Klar haben sie jetzt verkackt und hätten auf jeden Fall gegen Fnatic gewinnen müssen. Das hat niemand erwartet, dass da Fnatic gewinnt, aber ich meine, ja, vielleicht brauchen sie einfach länger als andere Teams. Und vielleicht werden sie dann einfach umso stärker. Also ich würde einfach mal sagen, sie brauchen noch ein Event und auf dem nächsten läuft es vielleicht schon wieder ganz anders. Wenn sie weiter bootcampen, weiter an sich arbeiten. Und sie sind ja eins der diszipliniertesten Teams eigentlich. Zumindest waren sie das in 1-6. Von daher mal schauen, im Januar ist ja ein Extreme Master Stop in Polen. Und da gibt es 3 Plätze für polnische Teams. Ich denke mal, dass ESC da auch an den Qualifiern teilnehmen wird. Und wir dort auf dem Event sehen. Ein Slot gibt es für Europa, also für ein anderes europäisches Team. Und ich hoffe mal, dass Maus da auch mitspielt. Vielleicht sogar auch Nip.
Mein Preisgeld ist jetzt nicht so extrem hoch, aber ich meine, nur 4 Teilnehmer, 3 davon polnische, also für ein gutes europäisches Top-Team ist das natürlich auch vielleicht easy money, wer weiß. Wenn man nur 3 Gegner hat, 2 Spiele gewinnen muss, dann hat man schon gewonnen. 2 Best of Threes. Deswegen bin ich mal gespannt, wer sich da aus dem europäischen Qualifier durchsetzt und welche Teams da mitmachen. Ich meine, für den ersten Platz gibt's, glaube ich, 4.000 Dollar, dann zweiten 2.000 und dritten 1.000. Und 4K Dollar sind jetzt nicht so wenig. So, ist hier mit dem Argo? Ne, haben da nur gefaked mit Smokes. Wo liegen die? Ui. Wie ekelhaft der den Zoom gerade mitgenommen hat, wenn ich aus dem Haus geswitcht habe. So, eine zum Kerrigan. Hier geht aber über kurz. So, 2 im B-Haus und Pascha zieht zum Kerrigan. So, kriegt aber keinen leichten Peak. Krass viel Raum sie da haben. Boah, da hat Pascha ihn gesehen. Schade, dass er gerade. Boah, schon wieder bitteres Timing für Pascha. Aber wenigstens ist Neo zur Stelle. So, beide B-Spieler tot. Und alle über Küche. Test noch nicht am Spot mit der Bombe. Aber sehr gute Smoke, die da eigentlich noch liegt. Jetzt macht Pascha seinen ersten. Da ist ein durchgepusht. Schöne Runde von Pascha. Gerade nicht das gerafft, dass die CTs da schon durch sind. Und sie wird ausgemoved von Neo. Sehr schön. Gut vorgegangen von Neo. Schön den Winkel vergrößert. Somit Shoxy keine Chance. ESC mit der 4. Runde in Folge. Da ist auch kein Geld. Und da haben sie ESC einfach viel zu viel Raum gelassen an Kurzfallen. Sie hatten ja da alle Zeit der Welt, alles abzuaimen und vorzuschleichen und wurden sie einfach null geblockt. Nicht über Kurz, nicht über Döner, über den Keller oder sonst was. Hatten sie keinerlei Gegenwehr. Scream macht da keinen. Schön gespielt da eigentlich. Schade, dass keiner mitkommt. Ach, schöner Laufweg von Neo. Dort die Waffe abzudecken. Extrem gut gespielt. Somit schon 15-0 für die Polen. Jars scheint heute wirklich nicht in Form. Aber mal die erste, die zweite Waffenrunde jetzt abwarten. Vielleicht bauen sie jetzt direkt um und spielen was Offensiveres. So, da kommt die Smoke. In die Mitte, Molly in die Mitte. Oh, da wird der Molly direkt wieder gelöscht von Shoxy. Sehr seltsam. So, ein ESC diesmal am schnellen Argo. Not hat er auch Platz für die Flash und ins Holz. Hawks könnte einen machen, wurde direkt refragt. ESC ist das erste Mal eine Unterzahlsituation. Schönes Prefire gegen Pascha. Das schöne Hits da durch die Kiste vom Connector. Bombe aber schon gelegt. Boah, schön von Neo. So, wie Dix sitzt aber gut. Die Hits sind blind. Und Pascha nur mit Deagle verliert gegen Shoxy. So, der reloadet nochmal gemütlich. Oh, okay, war ein Bug. Also, zwar die erste Runde für die Franzosen, allerdings 4 Mann verloren. Und die Runde wäre fast schon wieder verloren gegangen.
Somit müssen da alle nachkaufen. Schoxi muss noch eine legen. Hawks wird die Arme nehmen. So, direkt Aggro da. Boah, ein bisschen zu Aggro. Immerhin konnte er noch einen machen. Wie schlecht Ostrager einfach ist. Warum er da so bekloppt hochfährt. Wenigstens Shoxi da. Schön geaimt. Schön geschossen auch. Bombe bei Taz. In der Action. Alle CT ist schon da. Ich glaube, sie haben Taz auch schon gespottet gehabt. Oh, Taz stirbt jetzt nur noch Pascha oben. Warte da, bis da sich ein CT zeigt. Oh, er hätte nicht mal einen Hit bekommen. Schöner, ey. Aber der CT, da sieht man es im Wallhack. Perfekt durchgepusht einfach. Somit kann Pascha da nichts machen. Krasser Shot. Ah, zwei Runden in Folge. Diesmal auch nur zwei Waffen verloren. Money-technisch sieht es da schon einigermaßen okay aus. Wobei, selbst wenn man die Runde verliert, müsste man trotzdem noch sparen. Und Pascha im Duell gegen Hawks. Boah, und Pascha macht Ostriker. Hawks nicht den Reflex setzen können. Smoke liegt. Kurzen sie jetzt durch. Scream mit einem schönen Move. Aber sieht eher nach A aus. AC tastet erstmal weiter defensiv. Taz oben rechts direkt, einer. Schade, er geht nicht ins Eck. Geht das Duell ein. Shoxi gewinnt. Shoxi auf jeden Fall einer der Besten da. Scream hat mir auch vorhin gut gefallen. Haut schon manchmal gute Shots raus. Bei der AC-Spieler low. Bombe B down, glaube ich. Döner. So, Lord schiebt da hin. Von CT links in der Base. Und er zielt da die Bombe ab. Oh, er kriegt sie. Erster Action. Shoxi. Kann die Steps durchgeben. Zieht schön rum. Gut gemacht von ihm. Schön auf Sound gespielt. Dritte Runde jetzt schon in Folge. Und ESC müsste. Ah, wobei. Also drei könnten kaufen, Tess. Pascha hat gekauft. Ah, sie versuchen es ja echt. Mit Low Equip. Boah, schräge unten. Hat ihn gesehen. Ein Ostriker mit durchgefahren. Sehr gut, das war auch nur einer. Scream spottet durch Smoke. Nette Posi. Ein. Boah. Kriegt ihn die Fresse von Neo. Boah, und Hooks verschießt. Boah, Lord, schade. Hätte eigentlich was kriegen müssen. Wow. Ah, war ein netter Schuss von Neo. So, Jazz kommt immer mehr ins Spiel. Der Kauf von SC gerade nicht aufgegangen. So, die Smoke liegt nicht so, wie sie liegen sollte. Hawks ist mal mit einem anderen Move über kurz. Boah, wird weggeflecht und stirbt. Boah, wie risikoreich das war. So, Mates können aber kurz relativ frei halten. Boah. Also Scream macht da auch immer nur ein. So, Neo mit Arbe. Boah. Schade, war eigentlich gut drauf.
Leider kein Netz gegeben. Fünfte Runde in Folge. So, und jetzt der Ausgleich. Jetzt sie wieder mit Geld. So, Hawks wieder gegen Pascha. Ach. Das finde ich ein bisschen lächerlich immer. Kriegst du so dieses Headshot-Symbol, Headshot-Sound, denkst, der hat übelst wenig HP dabei. Nur 17 abgezogen. So, Lord am Haus oben. Diesmal ein Fake von ESC. Also, Spielstil, die gefällt mir schon relativ gut. Losgeholt von Hawks. Der ist wieder gut abgeflasht. Oh, schönes Teamplay. Wollte schon sagen, Shoxy muss ihn da machen. Sehr schöne Flash, dann gut rumgezogen vom Holz. Und jetzt der B-Go. Spieler ist gefallen, war ich leider nicht drauf. Neo mit einer guten Entscheidung, da offensiv zu gehen in der Unterzahl. Wird er jetzt auf Timing rumziehen. Kann den ersten hitten. Pascha macht den Kurzspieler, somit. Schön die Smoke genutzt, aber das war auch wieder komisch rausgefahren. Ich hatte jetzt leider keinen Blick auf die aufs Equipment von den CTs, ob sie jetzt noch Flashes hatten. Aber jetzt mal von den Moves ausgegangen, dass er einfach rausspringt, denke ich mal eher nicht. Wenn sie noch Equipment gehabt hätten, dann war es natürlich schlecht. So, Hawks diesmal im Z unten. Er sucht Pascha förmlich. Der ist aber schon oben rechts. Natürlich. Oh, viel zu viel Risiko bei Hawks. Auch Schocks die mit Arbe. Diesmal spielt man. Oh, ich würde sagen, es wäre eigentlich ein geiler Fake geworden, weil Ostrike jetzt auch schon am Schieben. Obwohl Schocks ja eigentlich durchgehen müsste, dass da nichts kommt. Also wenn das ein Fake gewesen wäre, dann bin ich mir sicher, wäre Uzi auch noch geschoben an der Base. Das wäre krass gewesen. Aber somit, so geht ESC einfach so drauf. Und das wird ihnen gerade ein bisschen zum Verhängnis. Wobei Lord gut durchgepusht ist. Kann zwei machen, sauber. CDB ist jetzt abflächen. So, der wird doch richtigerweise zu kurz gelegt, denn dort ist Pascha. So, er rechnet nicht mit links. Sehr schön. Und der letzte CT wurde auch schon gespottet. Das Stalker sollte da sparen. Es gibt eigentlich keinen Grund, noch so dort rumzustehen. Ja. 7 zu 5 ESC. Das auf einer CT-Map. Das wird wohl ein schlechter Abend für die Franzosen werden. ESC hat ja auch schon Standardaufbauen, einen Standardaufbau auf Mirage. Immer wieder die gleichen Spieler an den. Also immer dieselben Spieler an denselben Positionen. Oh, Lot mit gutem Gas. Kriegt den ersten. CT ist allerdings auch eine Eco. CT wäre jetzt noch zwei Stück. Oh, Lot mit seinem zweiten. Und. Ah, den hat er auch gekriegt. Und noch Shoxy Mini-Döner. Boah, wenn Jars Pech hat, müssten sie fast nochmal sparen. Wobei, zwei Runden in Folge. Ne, das müsste eigentlich reichen. Also, ich würde gerne nochmal so einen Mitte-Push sehen. Und nicht so diese Einzelaktion. Wo dann Hawks irgendwie auf ominösem Timing da Keller zielt. Wo Keller eigentlich fast nie was aufbaut. Wenn ist dort eh nur ein Lord.
So, Smoke Mitte dürfte wieder im Döner landen. Wird allerdings auch nicht angezeigt, das verstehe ich nicht. Eigentlich wird das doch alles angezeigt auf der Overview. Aber wahrscheinlich auch nur richtig, wenn man selbst auf dem Server ist. Aber egal. 1-1 Austausch. Box Video über kurz und diesmal kriegt er denn Frag. Das Duell gewonnen gegen Pascha. Der auch mal Zeit. Hux mit seiner zweiten schönen Runde bisher von ihm. Der ist am A raus. Oh, schade. Oh, wie bitter das ist. Wenn Lord da den Frag macht, dann können sie auf groß drauf. Oh, aber links direkt einer. Oh, den hat er nicht mal bemerkt jetzt. Ja, gute Runde. Ich glaube, Mitte haben sie wirklich jetzt gerade was Aggressiveres gespielt. Siebte Runde hätten sie sich eigentlich verdient. Mal schauen, wie Hawks jetzt nochmal variieren will. Fände es fast besser, wenn er jetzt am B steht. Und die Mitte mal ein bisschen anders gedeckt ist. Macht er auch. Boah, gerade so den Subtrack gesetzt. Sehr schön. Also Hawks treten ein bisschen mehr auf. Kurz wurde getötet, Pascha mit Duels. Und da ist eine direkt vor ihm. Oh. Oh, da im Eck. Oh, da wird der Kette von hinten. Schade, aber 7-6. Schöne erste Halbzeit. Schöner Schlagabtausch. Gutes Comeback von den Franzosen am Anfang. 5 Runden in Folge. Dann hat ESC wieder 2 und dann ESC 3 und dann Jazz nochmal 2. Gute Einzelaktion, eigentlich so bei allen. Ein bisschen gefailt von den Franzosen am Anfang in der Mitte. Das können sie auf jeden Fall besser handeln in Zukunft. So, bei Maus gibt es bisher noch nichts Neues. Oh, danke für den Hinweis, dass meine Map-Anzeige auf Nuke läuft. Steht, die habe ich ganz vergessen. Komplett ausgeblendet, stelle ich gleich um. Also nicht wundern, Nuke hat sich nicht verändert. So, ESC lässt B frei. Schock sie mit Fake. Das Blöde ist, seine Mates dürfen eigentlich kein Go machen. Aber Schoxi wurde nicht gespottet, der hat gleich eine richtig gute Ausgangslage. ESC versucht es angeblich anscheinend schnell zu retaken. Schoxi noch nicht ganz da. Bombe noch nicht gelegt. Schön. Schön von ESC. Aber jetzt Schoxi von hinten. Oh nein. Oh, wie bitter. Das fand ich nicht gut gespielt von Jas. Da dürfen sie noch nicht den Go machen, wenn das Mate am A so weit draußen ist und so wenig sieht. Dann müssen sie länger warten, bevor sie den Go spielen. Damit, Shoxi war es, glaube ich, schneller von hinten da ist und helfen kann, die mich wegsetzen kann. So war es einfach viel zu früh rausgefahren. Ah ne, die Bombe ist einfach down. Scream über B und Hawks. Oh, er ist ja zwischen den L-Kisten. Zwischen der L-Kiste und der anderen großen. Aber Pascha hat aufgepasst. Bis die Smoke war. Führung, weitere Führung für ESC und. Jo, ich hätte nochmal fix die Mirage. Die sich jetzt verwirrt gefühlt haben. Sollte jetzt behoben sein. Oh, Neo. Einen hat er gemacht, aber es ist schon hinter ihm einer, dachte ich. Neo. Oh, schön. Vor allen Dingen ist es ja nicht nur nett anzusehen, so ein Knife-Kill. Der bringt halt auch noch richtig viel Kohle.
Vor allen Dingen lohnt sich halt echt manchmal einfach die Knife zu zücken. Man sieht es auch am Geld. Ich glaube, über 1000 bringt so ein Knife-Kill. Das kann schon mal die eine oder andere AWP mehr bringen im Spielverlauf. Finde ich eigentlich ganz gut soweit. Dass nicht hier. Also, finde es eigentlich mittlerweile ganz gut, dass die Waffen unterschiedlich viel Geld bringen. Solange es nicht total imbalanced ist. Ach, schade. Da wollte Pascha vielleicht ein bisschen zu viel. Mitte 2 angesagt. So, Neo hilft damit. Der wird da wahrscheinlich rumziehen, wenn Neo schießt. Boah, aber eigentlich schon Base durch. Ne, es sah gerade so aus. Schade, und da kann mit Neo nicht ordentlich mehr viel machen können. Sollte jetzt Connector gucken. Auf den ersten, aber die Bombe kann gelegt werden. Boah, sehr schön. Boah, der hätte der Schoxi fast verschossen. Das wäre nochmal bitter ausgegangen, wenn Neo das 1 gegen 1 hat. Fünfhundert bringt sogar ein Knife. Ist schon eine Stange Geld. So, über Mitte geht's. Stand Neo. Kuma aber auch richtig zu kämpfen. So, Kurzschip auch. Krasse Runde von Jazz. Tja, da fallen einfach mal einmal die Frags nicht, PSC. Dann holen sie die Runde nicht. Jazz sogar schon weit richtig vor zum Hunten. Aber Tess schon T-Base rein. Müsste die Waffe eigentlich durchkriegen. Sie hat echt kein Geld. Wir müssen sparen. Franzosen werden dann höchstwahrscheinlich zweistellig sein. Es wird nochmal eng für die Polen. So, pushen Action. Oh, Test mit der gesavten Waffe. Sollte vielleicht den Mate vorlaufen lassen. Schön Flash. Schön eigentlich gewartet von Taz. Irgendwie war er da selbst auch noch blind geworden. Aber immerhin ist Pascha an die Waffe gekommen. Kann da vielleicht jetzt an kurz ein bisschen Schaden machen. Scheint aber eher zum A zu gehen. Oh, Box gut abge... aimed. Okay, und ihr habt es vielleicht oben gesehen. Der Russe, der Adrian, also ist ja eigentlich kein Russe. Ist ja krass Sache. Kriegt heute keinen Strom mehr, somit werden wir leider nicht mehr im Aus sehen. Gegen Virtus Pro, das Match wird verschoben. Auf einen bisher unbekannten Zeitpunkt. Somit, schade. Zweimal Maus hintereinander, das eigentlich wäre ganz nett gewesen. Vor allen Dingen nachdem man heute so gut drauf ist. Das kommt ja noch dazu. Weil er relativ guten Momentum aufgebaut gegen Just. Ich schon eingeschossen, man ist warm, man ist fit, man ist heiß. Und dann wird es verschoben. Bisschen bitter. Ich hoffe aber, dass sie durch den Sieg noch ein bisschen Selbstvertrauen getankt haben und im nächsten Spiel auch wieder so gut aufspielen können.
Playoffs sind auf jeden Fall noch drin. Und vor allen Dingen ist das Turnier auch relativ gut dotiert. Ich glaube, es gibt sogar 10.000 für den ersten. 10.000 Dollar. Und das wäre doch mal was. Meins ist nämlich auch ein Event, wo kein NIP da ist. Dementsprechend hat man da eigentlich sogar Chancen für den Gesamtsieg. Aber das gilt es erstmal abzuwarten. Erstmal muss man hier die Spiele in der Vorrunde noch möglichst alle gewinnen. Oh nein. Oh, schöner Shot von Scream. Kuben noch da. Ein Tee schon ganz weit vorne. Schönes Timing. Boah, Pascha direkt geschoben in der Küche. Das ist das Au ist wieder der Ausgleich. Also Jar ist auf jeden Fall mit einem wesentlich besseren T-Spiel als vorhin auf Nuke. Ist sie wieder mit Eco? Und werden die Franzosen gleich in Führung gehen? Da bin ich gespannt, wie ESC da umbaut. Ob sie vielleicht auch mal Mitte hochrennen. Action vielleicht nochmal auf Timing Offensiv. Vielleicht nicht direkt am Anfang, weil der T dann halt eh defensiv steht. Aber ESC jetzt auf jeden Fall unter Zugzwang. Neo spielt Ave. Döner. Boah, schön abgeflecht. Neo keine Chance, da einen Frick zu ziehen. So, Schoxi contactet sich da hoch. Ersten Connect, drei Mann am A. Also B wäre eigentlich relativ anfällig. Ich wollte gerade sagen, Scream ist noch nicht auf der Kiste. So, ein Kurzscore gibt es gerade. Und Kuben ist Haus durchgepusht. Oh, Neo leider nur mit einem Arm-Hit. So, macht aber den ersten. Legt nochmal an. Schade. So, Kuben kann es machen. Kuben kann es machen. Oh, Bombe wird gerade gelegt. Ich verstehe nicht, warum Kuben da so weit hinten war. Müssten noch wissen, dass da keiner mehr ist. Aber oh, schönes Pre-Aim von Kuben. Oh, wissen, wo der letzte ist. Scream ist richtig low. Was? Warum jetzt nicht Kuben defused, verstehe ich auch nicht. Es dauert einfach zu lange, aber immerhin macht Kuben den Frag. Dennoch wieder nicht perfekte Absprache. Aber vielleicht standen sie gerade besser. Ich meine, das ist ja auch noch immer, kostet ja immer ein bisschen Zeit, so umzubauen. Wenn man da gerade Pech hat, wenn man gerade wechselt. Also die Spieler, der defusen soll, der nicht. Und dann kommt der T rum, macht einfach so beide Lucky, dann ist natürlich auch Kacke. Ist ja nochmal alles gut gegangen. Wieder der Ausgleich, 12 beide. Vielleicht ist drüber. Und jetzt der schnelle Argo. Auch eine nette Taktik. Oder? Ja, es geht wirklich schnell A drauf. Oh, krasser Spray von Tess. Kriegt ins Gesicht. Pascha noch am Kerrigan, keine Chance. Gut, macht den auch in der Mitte. Nur Shoxi und Oststriker. Mit der Bombe können sie immerhin legen. Oh, schöne Posi von dem CT da oben, und Ostrak hat überhaupt keinen Dunst, woher er attackt wird. Mann, 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 dieser Oststriker. Boah, schön Choxi. Und Neo hat kein Kit. Boah. Schöne Runde von Choxi. Richtig stark.
Also wenn sie Oststriker kicken würden, jetzt mal ohne Witz, noch irgendeinen guten Franzosen rein, irgendwie so MSX reaktivieren, irgendwie so mit ein paar Dollarscheinen winken, dass er Go spielt. Oder Sixer oder so, das wäre schon der Hammer. Finde ich so und so ein bisschen schade, dass nicht so viele krasse 1-6er gewechselt sind. Aber viele haben das, den Umbruch wahrscheinlich auch als Anlass genommen, um aufzuhören und inaktiv zu gehen, zumindest sich zu verabschieden aus der professionellen Szene. Aber mal gucken, wen wir noch in Zukunft wiedersehen. Wie gesagt, über Frankreich hatte ja schon ein paar gute 1-6-Spieler. Was mich vor allen Dingen auch am meisten interessiert, ob man irgendwie mal wieder was aus dem asiatischen Raum zu sehen bekommt, was CSGO anbelangt. Also CS jetzt. Es ist halt ein bisschen schade, dass in Asien dieses CS Online gespielt wird. In China, glaube ich. Wenn da mal der asiatische Raum auch auf Go switchen würde. Ich meine, ich würde fast sogar behaupten, ich bin mir nicht sicher, aber müsste man nicht jetzt auch relativ vernünftig trainieren können gegen chinesische Teams oder europäische halt? Ich weiß nicht, wie hoch die Pings sind. Ich meine, die Pings sind dann halt nicht ganz so entscheidend wie in 1-6. Also, was ist nicht ganz so entscheidend? Eigentlich kaum. Aber wenn dann der Ping trotzdem Höhe 100 ist, ach, das wird er wahrscheinlich sein. Ich weiß nicht, ob es dann noch so ein gutes Spielgefühl ist. Ja, also fänd ich eigentlich ganz gut, wenn da aus der Richtung auch noch mehr Teams sehen würden. So, die Serie hat auf jeden Fall wieder gekauft. Ich spiele da wieder im B-Fake und kurz und über Connector hoch. Finde ich eine sehr schöne Taktik. Scheint diesmal aber nicht so gut zu klappen. Sie hat richtig gut geschoben, nur noch Hawks. Mit boah, schöner Schuss. Aber der bringt halt auch noch was fürs Bilderbuch. Ansonsten total überflüssig. Just, aber eine Runde kurz vorm Draw. ST muss hier Gas geben. Dürfen keine Runde mehr abgeben. Wobei sie auch gar nicht so schlecht dastehen in der Liga. Sie haben auch noch Chancen auf die Playoffs. Eigentlich haben fast alle noch Chancen. Ich meine, Navi hat noch kein Spiel gemacht. Vielleicht ist Navi ja auch schon überkrass und zerberstet dann alles. Denke ich noch eins der Teams, worauf die meisten noch hoffen, dass sie gut werden und Nip vielleicht Konkurrenz oder die Stirn bieten können. Schöne Flechte vom A-Spot in die Mitte, dass Neo da gut wegkommt. Und Neo hört auch noch die Steps. Boah, sehr schön von Nord. Oh, was ein Timing. So, jetzt muss er oben aufpassen. Und der T ist schon neben ihm. Oh, was ein Ekel-Timing bei Lord gerade. Wieder nur noch Shoxi und Ostrucker. Diesmal muss der Ossi hier zeigen, was er kann. Sehr schön. Da war es nur noch auf Kuben. Macht den ersten Refact von Shoxi. Sitzt nicht. Bombe von down links. Oh, Ekel-Timing gerade. Das war vielleicht ein bisschen Pech in der Runde. Feine bei Lord. Aber Jazz sichert sich das Draw. ESC hat hier Probleme zu verteidigen. T-Seite sah ganz gut aus, haben da gute Taktiken. Aber gegen diese Taktiker von Jazz haben sie noch nicht so ein richtiges Mittel, wobei die Runde ja vorhin konnten sehr gut abwehren. Jazz versucht schnell über Haus und Action, kriegen den ersten. Connector gut abgesmoked auf Spot, gerade niemand. Oh, doch, Tess war da. So, und jetzt die Unterzahl
Lord, Neo, Buben. Oh, Lord mit dem Risiko-Move. Neo auch nur mit P250, aber die Waffe ist halt so krass. Kriegt ins Gesicht und nur noch Kuben. Gegen 3. Macht den ersten, aber hat nur 16 HP. Bombe liegt schon. Das muss das GG sein. Das ist es auch. Glückwunsch an Jazz, aka Ex-Millennium ESC, mit einer weiteren Niederlage. Und das ist natürlich. Ja, da werden sich die Hater natürlich wieder auslassen drüber. Also als T fand ich ESC wirklich nicht so schlecht. Als CT gibt es auf jeden Fall Verbesserungsbedarf. Mein Tipp von Anfang ging natürlich komplett in die Hose, als ich gesagt habe, dass Mirage eher ESC in die Karten spielt. Nun gut.